herzlich willkommen zu einem neuen Figuren-Review von Transformers Prime Knockout. Ja, Transformers Prime Knockout, was soll ich schon groß zu ihm sagen? Das gleiche Modell in der jetzigen Version der Beast Hunters Line ist effektiv genau das gleiche Modell wie damals in der regulären Transformers Prime Line, mit einem Unterschied: das Original Chassis hat sich ein wenig verändert, die Farben sind ein wenig anders und naja, was soll man schon sagen, er hat eine relativ unsinnige Waffe dazu bekommen, aber dazu später mehr. So, dann wollen wir erstmal, dies ist Knockout in seinem, wie ich finde, sehr hübschen neuen Fahrzeugmodus. Der Fahrzeugmodus ist eigentlich fast derselbe wie früher, nur wie gesagt, früher war es halt in verschiedenen Rot- und Dunkelrottönen gehalten. Jetzt ist es in einem, ja, relativ schönen Grünrot, aber ich glaube, das ist Geschmackssache. Neu sind auf jeden Fall die Zacken. Der Frontgrill sieht aus wie ein Mund. Seht ihr vielleicht die gelben Zähne hier vorne? Ja, seitliche Lüfter, auch sehr interessant. Ja, die Rückseite, relativ unspektakulär. Das Einzige, was hier nur erwähnt ist, es hat hier eine Vertiefung mit zwei kleinen, wie ihr es hier seht vielleicht, Schlitzen. Diese Schlitze sind dafür da, um quasi die Waffe zu befestigen. Ich finde es ein wenig, ja, skurril. Die Waffe ist eine Art, ja, wie soll man sagen, Kralle. Das sieht wie ein Gesicht mit roten Augen. Ja, die Kralle kann quasi zuschnappen, wenn man hinten die Kette rauszieht, natürlich noch mehr. So, und das Lustige daran ist, diese Figur, oder gesagt, dieser Fahrzeugmodus ist kompatibel mit dieser Waffe. Das heißt, man zieht einfach hier hinten die Waffe und lässt sie quasi reinbeißen. Und was passiert? Hier unten ist ein kleines Rädchen dran und schon kann man das Fahrzeug wie ein Alligator quasi sehen. Man sieht hier den Schwanz, vorne den Mund. Ja, und das ist quasi der Fahrzeug-Beast-Modus. Finde ich ein wenig übertrieben, aber nun ja. Hasbro lässt sich da manchmal ziemlich schwachsinnige Dinge einfallen lassen. Allerdings muss ich dazu sagen, die Figur selbst ist nice. So, jetzt trennen wir mal die Waffe nochmal. So. Die Figur lässt sich genauso verwandeln wie das ursprüngliche Pendant aus Transformers Prime. Die Verwandlung ist relativ simpel, wenn auch einigermaßen tricky. Man zieht einmal hier unten die Füße nach unten. So. Dann drückt man hier vorne die Tür quasi raus. So. Anschließend teilt man hier oben das Dach in zwei Hälften. So, dann kann man die Beine auseinanderziehen. Dreht es einmal rum. So, jetzt ist das, ja, wie soll ich sagen, man kann jetzt einmal hier den Frontgrill hochklappen. Kann man, muss man nicht gleich. Ja, jetzt kommt der tricky Teil, die Armtransformation. Man dreht diese Teile hoch. So. Und anschließend dreht man sie quasi nach außen. Einmal so, dass die Räder hier unten sind. So. Anschließend. Muss mal so, ist ein bisschen leichter. Die Schultern nach oben winkeln. So. Die Arme faltet man am besten erstmal die Hände nach außen. Hier ebenso. Einmal die Hand nach außen winkeln. So, die Hände dreht man quasi einmal rum. So. Und dreht dieses Gelenk in einen 90-Grad-Winkel. Anschließend klappt man einfach rum und schon ist der erste Arm quasi fertig. Ja, hier das gleiche wieder. Ich beschleunige das Ganze mal ein wenig. Arm raus.
rumklappen und rum. Und fertig. Der zweite Arm fertig. So, anschließend klappt man einmal die Beine rum, klappt die Motorhaube hier oben auf und da sieht man auch schon den Kopf. Und dann drückt man quasi einmal den Kopf durch. So, ein kleiner Tipp an alle Leute, die diese Figur haben. Der Kopf ist hier oben auf einem, ja, wie so eine Art gefederten, ja, Zwischenstück. Hier vorne ist eine Halterung, damit der Kopf nicht ganz rumklappt. Bitte hier aufpassen. Man sieht es hier an meiner Figur. Hier oben ist ein sogenanntes Stressmark. Das heißt eine Stressstelle, wo das Plastik überfordert wurde. Das passiert, wenn man den Kopf zu weit hochdrückt. Dadurch verfärbt sich hier die Motorhaube. Ich würde es keinem raten, diesen Fehler auch bei sich zu begehen. Allerdings kann man diesen Fehler beheben, indem man ein wenig mit einem Föhn hier dran arbeitet. Dann wird dieses Stressmark wieder dunkel. So, kommen wir zurück zur Transformation. Arme einfach mal ein bisschen hochdrehen. So. Hier unten ist ein Stift, ein orangener. Und hier vorne ist eine Stifthalterung quasi. Man drückt einmal hier unten. So ist quasi in diese Wirbelsäule rein. Anschließend der Frontgrill an der Seite einmal rumklappen. Rum. So. Wichtig jetzt hierbei, diese Figur hat hier oben quasi gefederte, ja, Schulterteile. Diese Schulterteile haben, ihr seht, hier drinne kleine Schlitze. Diese Schlitze werden hier in das rote Plastik quasi reingedrückt. Das gleich hier nochmal. Und so. Und schon ist quasi die Schultern richtig schön verankert. Ja, man hat die fertige Figur. Man kann sie so halten. Ja, finde ich jetzt nicht so toll. Man muss aber dazu sagen, es hält nicht sonderlich. Ich weiß nicht, was Hasbro sich hier eingefallen lassen hat, aber nun ja, egal. So, weiter. Die Beine auseinander. Anschließend die Rückteile einmal rumdrehen. Eher ebenso einmal rumdrehen. Und die Beine einmal ebenso nach unten winkeln. So. Ebenso einmal nach unten winkeln. Wie rum es dreht, ist eigentlich egal. So, und schon hat man quasi die Beine. Spitz, aber ja, passt. So, und da haben wir ihn auch. Knockout in seiner Roboterform. Ja, eine, wie ich finde, sehr hübsche Figur. Farblich sehr gut gehalten. Ja, beweglich, quasi wie die Ursprungsfigur. Heißt ein Ellenbogengelenk, Arm hoch runter, Schulter 360 Grad drehbar. Die Hand auch auf einem Kugelgelenk, kann sich ganz normal bewegen. Der Kopf ist na, auch auf einer Art Kugelgelenk, man kann es links, rechts drehen, leicht nach oben winkeln. Ja, Schultern hoch runterklappen. Die Knie, ganz normale Kniegelenke. Schön beweglich eigentlich. Man kann schöne Posen mitmachen. So, hier vorne hoch runter die Füße bewegen. Kann sie natürlich auch noch drehen, damit man eine bessere Position hat. Ja, das ist quasi so viel zur Beweglichkeit der Figur. Ja, kommen wir jetzt mal einfach zur Waffe. Die Waffe, wie gesagt, wie eine Art Doppelmund. Sehr interessant gehalten. Aber ich weiß nicht, ich kann mich mit der Figur und Waffen nicht wirklich anfreunden. So, man kann, man sieht es gerade, die Kette kommt unten raus. Dann kann man hinten den Griff abziehen. Allerdings sollte man da vorsichtig sein, sonst bricht es ab. So, dann hat man eigentlich wie so eine Art, weiß nicht, Morgenstern? Ja,
hat dann halt die Waffe. Laut Anleitung wirft er sie quasi gegen Gegner und sie beißt sich fest und ist wie so eine Art Handschelle. Finde ich jetzt nicht so sonderlich toll. Kann die Waffe dann natürlich noch in den Arm stecken. Na, dass es ein bisschen schwer geht. So, und ja, nichts wirklich Weltbewegendes. Man kann natürlich auch noch sagen, okay, die Waffe wird auf dem Auto oben auf dem Dach befestigt. Mag ich persönlich jetzt nicht. Oder man kann jetzt auch wieder die Kette hier oben reinwinkeln, den Mund ein bisschen zudrücken, die Waffe wieder befestigen, so. Und eben auch meinetwegen als, ja, weiß nicht, Waffe, wie auch immer, so in die Hand geben. Auch nichts Besonderes, aber die Möglichkeit besteht. So. Vielleicht so als Waffe. Ja, das könnte man natürlich sich auch so vorstellen, dass es quasi wie eine Art Schusswaffe ist, die er quasi so in der Hand hält. So, naja, auf jeden Fall, was ich an der Waffe sehr gut finde, sie lässt sich verstauen. Und zwar am Rücken. Hier sind zwei Pins. Der Griff hier oben kann hier befestigt werden. Immer an dem oberen. Der untere passt nicht so sonderlich gut. Und schon ist die Waffe auf dem Rücken verstaut. So, wie ihr seht, sehr interessant. Ja, die Figur wird natürlich geliefert in der mit der Standardanleitung. Die Figur in Grau gehalten. Und die einzelnen Transformationsstufen Schritte werden natürlich in lila eingefärbt. Ich weiß nicht, ist ganz interessant, obwohl mir damals die alten farblichen ja, Beschreibungen besser gefallen haben. Aber das ist Geschmackssache. Schönes Logo, Decepticon-Logo. Und natürlich groß das Beast-Logo drauf. Nochmal ihn schön mit der Waffe. Man sieht es ja auch nochmal wie so eine Art Pistole. Nur was ich sehr lustig finde, hat hier Hasbro die Arme natürlich nicht richtig verwandelt. Ja. Aber solche Transformationsfehler in Anleitung sieht man ja nicht das erste Mal. So, noch zusätzlich wird die Figur natürlich geliefert mit der Standardbox. Schönes Boxart, unten das Logo der die üblichen Prime-Figuren aus der ersten Staffel immer noch drauf. Hier in seinem Kroko-Modus, im Fahrzeug. Und er nochmal ganz drauf mit dem Morgenstern. Ja, das waren soweit Knockout. Man sieht es hier nochmal hier oben. Wave 2, Figur 13. Ja, was soll ich schon groß sagen? Eine sehr schöne Figur. Ich würde ihr, sagen wir mal, 7 von 10 Punkten geben. Theoretisch sogar 8 Punkte, weil ich die Figur eigentlich sehr schick finde, aber sie hat halt Mängel. Wie zum Beispiel, man sieht es jetzt hier wieder, der Brustschild hält nicht richtig, fällt ziemlich schnell ab und die Schultern halten nicht sonderlich gut und wie gesagt, der berühmte Stressmark. Aber ansonsten eine sehr schöne Figur und ja, 7 von 10 Punkten. Ich hoffe, euch hat der Figuren-Review gefallen. Falls ihr Vorschläge habt, wie immer, postet sie in die Kommentare. Ich versuche es demnächst dann umzusetzen, falls es Verbesserungen gibt oder Kriterien. Ja, okay. Das war's soweit. Euer Raxor.